Ich würde sagen, wir battlen uns jetzt Yes, mit Schild und Schwert. zwei wunderbare Top-Trainer-Boxen. Habe ich jetzt Bock drauf? Bin ich mal gespannt. Wir haben ja schon nur 10 Top-Trainer-Boxen aufgemacht. Und die waren ja. Die waren insane. Die waren on fire. Check das Video ab, falls ihr das wirklich noch nicht gesehen habt. Das waren wirklich. Ja. Ja, es war einfach nur unbeschreiblich, ja. Genau. Und wir machen jetzt ein Pack-Battle, aber so, dass wir die übliche Punktation nehmen. Genau, die übliche Punktation habt ihr jetzt nochmal eingeblendet, hier an der Stelle auf jeden Fall. Genau. Müssten 1 Punkt Reverse Rare, 2 Punkte Holo, Regular waren dann 3. 3 Punkte, Full Art 4, VMAX haben wir gesagt 5 und Secret Rare dann 6. Haben das Ganze ein bisschen Und angepasst. die Gold-Legis, da machen wir eine extra Punktation, oder? Und die geben 7. Die geben 7? Ja. Oh, dann du hast jetzt safe wieder einer. Ey. Ich sehe, du siehst das schon wieder kommen. So, Leute, die Top-Trainer-Boxen könnt ihr tatsächlich auch noch bei uns kaufen im Online-Shop oder bei Discord. Checkt das Ganze sehr, sehr gerne ab. Entweder cardbuddies.de oder Discord, so auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, sehr, sehr schöne Dinger, muss man sagen. Wir haben sie ja eigentlich schon mal gezeigt. Ne? Ihr habt da 8 Booster drin, ihr habt die Marker, die Höhlen. Wie gesagt, GX-Marker sind ja rausgefallen, dadurch, dass es keine GX-Karten mehr gibt, so gesehen. Wie gesagt, einmal noch zur Vervollständigung, zur Vollständigkeitshalber. Aber wenn ihr das andere Video guckt, dann seht ihr das sowieso. Und ja. Das Einzelzeug könnt ihr bei uns natürlich auch erwerben, insofern ihr möchtet. Und wir würden sagen, starten wir das Battle und ich lasse dir den Vortritt, dann weiß ich immer, was ich zu schlagen habe. Gut, schauen wir mal, was hier rauskommt. Machst du den guten alten Kartentrick? Ja, natürlich. Okay. Natürlich, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Wir haben ja 16 Booster hier. Das wird ein gutes Battle. Wenn ihr Bock habt, mal ein Battle mit einem Display oder so zu sehen, habt ihr auch schon gesehen. Hey, Leute, ihr wünscht euch immer Sachen, aber ihr könnt, beziehungsweise ihr könnt euch weiterhin natürlich sehr, sehr gerne Sachen wünschen, was wir dann natürlich gerne alles mal ausprobieren möchten, wenn da gute Sachen dabei sind. Kikado, leider kein Punkt. Und Rihorn, ja. 2 Punkte schon mal direkt. 2 Punkte muss ich schlagen. Okay. Sehr nice. Das ist machbar. Sehr, sehr nice. So, Holo-Karte, schon mal gut. Fängt schon mal gut an. Fängt schon mal gut an. Solange es der einzige Pull bleibt. Ja, hoffentlich nicht, Alter. Hoffentlich nicht. Ja, wir haben hier Kranowitz, wir haben Chimsticks, wir haben Kupfanti, Pupanz, Lampi, Thermopod, ein Zigzas, ein Lapras, ist ein Punkt für mich und Tatsächlich. ein Kamal. Okay. Okay, also ich gehe zumindest nicht leer aus. Ja, die kleinen Hamsterpunkte, die können auch immer gut was Nein, das bringen. brauche ich ja nicht lieben. Die haben so das ein oder andere Battle schon gewonnen, ne? Ja. Aber ja, was sollen wir holen? Ey, wenn wir. Also ein Hit pro ETB wäre auf jeden Fall eine Sache, die wir sehr, sehr gerne haben wollen, ne? Wir hatten teilweise. Was auch drin sein sollte, Müsste, also. müsste Was hatten wir eigentlich. gezogen? 4 Hit-ETBs teilweise? Also wir hatten keine unter 2 Hits, viele mit 3 Hits. Und da waren auch einige dabei, die waren halt wirklich insane, ne? Also. Ungelogen. Also Schauen wir steht mal. 2 zu 1. Keinen weiteren Punkt hier. Kann ich mir jetzt vielleicht wieder einen ergattern? Das wäre natürlich nice. Wir haben hier Kikli, Sonderbonbon, Gute Glücksei, Karte. Hoplo, Voldi, Chimpep, Kupfanti, Pupanz, leider nur ein Mauzi und ein Rose Rabe. Also kein Punkt in der zweiten Runde quasi. Schauen wir mal, was jetzt in der nächsten Runde rauskommen kann. Wir hatten ja teilweise, so wie gesagt, manchmal waren die ETBs am Anfang gut, manchmal waren sie erst am Ende richtig gut. Es ist ja immer super, super random. Hinten ist die Wurst dick, ne? Oder wie sagt man? Keine Ahnung, ich kenne den Spruch auf jeden Fall nicht, ich habe ihn noch nie gehört. Keine Ahnung. Irgendwie so. Roselia, Flunkiefer, ah, leider keine Rare-Karte. Und ein Zendong. Also auch nichts hier. Sad, sad, sad. Sad but true. So, wir haben den Schmetterhammer, mit dem werde ich dich zerschmettern. Wir haben Hypertrank, Volley, Watzapf, Mollung, Kloptopus, Kombi in Reverse, Rare wäre natürlich nice. Leider nicht. Und die Holo nehme ich Holo-Karte. auch. Also steht jetzt 3 zu 2. Tada. Ah, dann müssen wir jetzt gucken. So, ich habe noch ja 5 Booster. Wir haben erst 3 Stück aufgemacht. Ja, wackel nicht so viel rum, denn das. So, wir gehen jetzt Ey. in Vodor. Schauen wir mal, was jetzt passiert. So, Tausch. Ja, erster Hitwürfel war nice. Kickerloo. Krabi. Eine Goldkarte wäre auch schön. Ich habe immer noch keine gezogen. Galaponita. Wurmbold. Hoplo. Lieberloo. Ziehe ich Ist ein auf jeden Fall Punkt. nach. Der Punkt. Und Kommandutan. Unfassbar. Die beste Holo-Karte aus dem Set, würde ich mal so behaupten, oder?
Mit Motineva und den zwei Mädels. Ja, also die Trainer-Support haben wir jetzt mal rausgenommen. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Ach ja, gut, wir haben auf jeden Fall vier gute Holokarten im Set. Haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Schauen wir mal. So, das heißt, du bist jetzt wieder mit zwei Punkten vorne. Genau, ich habe fünf jetzt. Wow, ich muss wieder nachlegen. Wir haben hier Bettis, Galaponita, ein Wurmball, Hoplo, Voldi, Chimpap, noch ein Voldi und ein Somnivora. Okay. So, jetzt müssen aber die... Es ist Halbzeit auf jeden Fall, ne? Die erste Hälfte war jetzt gechillt, wobei 5 Punkte auch gut sind. Die zweite Hälfte muss jetzt reinknallen, Leute. So, wir haben aber wieder Furnifrass. Galaflunschlick. Hypertrank, Memeon, ein Rihorn, Roselia, Castadur, Krabi, Comble Reverse Rare, Nebulak und Mortipod. Tea Time, ein bisschen zu gemütlich als hier leider. Da muss was kommen jetzt, da muss was kommen. Mut war komme. Schwierig. 5 zu 3, heftig. Pokécon, Aurora Energie, Tentantel, Lumpy, Krabi, Picochilla, Galaponita, Wurmball, noch ein Wurmball und ein Relaxo, das bringt mir 3 Punkte auf mein Konto und dann steht 6 zu 5. Yes. Ein Schlagabtausch. Es ist spannend. Der Superlative. Jetzt ziehst du wieder nach und dann komme ich. Hoffentlich, weil bis jetzt, ja, da muss jetzt was rauskommen. Komm, Leute, wenigstens auf jeden Fall mal, wenn es nur ein Hit wäre, dann zumindest mal eine V-Max oder eine Full Art oder so. Wäre eine nice Sache. Ich sehe schon Gespenster. Gespenster hier im Studio. Ihr seht es ja auch, es ist ganz dunkel hier, außer unseren Softboxen. Kein Licht hier drin. Hoplo, leider kein Punkt. Und. Ein Urgli. So, mal gucken. Ein Urgel in Dingens wäre jetzt gut. Urgel in Full Art. Oh ja. Weil das brauche ich auch noch. Nocturne, nein, Galageradax, Molung, Ponita, Picochella, Memeon, Sensect, Lanturn, oh, ist ein Punkt. Und Unalmor Pekko, das sind 4 Punkte für mich. Das heißt, es steht jetzt 10 zu 5. Okay, eine V-Max konnte das direkt wieder rausholen. Ja, das stimmt tatsächlich. Schauen wir mal, ob wir das jetzt schaffen. Wie gesagt, ich bin mit 2 Holokarten in der ETB nicht zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber 2 Packs sind es ja noch. So, schauen wir mal. Voltula. Luftballer mit Secret Rare, wäre auch eine gute Sache jetzt. Pokekind. Würde dich wieder nach vorne drücken. Ja, Britzigel, Vulpix, Kleptifuchs, Pupanze, ein Lumpy, kommen wenigstens. Ja, Reverse Rare ist auf jeden Fall ein Punkt. Und. Nicht gut. Findest du? Nein. Ja. So, kurze Zwischenbilanz. Tatsächlich 10 zu 5. Ne, 10 zu 6. Ja, nice. Da ist noch Potenzial aufzuholen. Also wir haben ein großes Amulett. Chimsticks. Kleptifuchs. Pupanz. Lumpy. Krabi. Nehme ich. Picochilla. Cesurio. Ist leider keine Rare. Und? Noch ein Victini. Ja, läuft. Dauerhaft. Was ist denn jetzt los hier, ey? 13. Soll ich meins jetzt auch noch aufmachen, damit du noch überhaupt Chancen hast? Hast du überhaupt noch Chancen? Ja. 7. Ja, wenn ich jetzt nichts ziehe, musst du eine Goldkarte ziehen. Nein, oder eine Secret Rare. Ja. Reverse Rare oder halt die Samazenta Racing. Oh, Leute, was geht denn hier wieder ab? Was man dazu sagen muss, vor dem Video hat Dennis natürlich mal wieder die ETBs getauscht. Oder ja, ich natürlich. Vorher sein, ne? Ich habe den richtigen Riecher bewiesen. Wir haben hier Hut. Natürlich, wenn ich jetzt noch irgendwas ziehe, irgendeinen Punkt mache, dann bist du eigentlich sozusagen schon so gut wie raus. Energieumschalter. Und 2 Punkte, die kriegst du nicht mal eingeholt. Ja, muss ich halt jetzt. Ich mache auf das Error-Pack. Ich will das Error-Pack. Ich will 2 Ultra-Ray-Hits in einem Pack haben. 2, 6 plus 9 sind 15 Punkte. Kannst du jetzt selber zählen. 9. Nein, du kriegst du nicht mehr hin. Also du musst zumindest einen Ehrenhit holen. Das wäre Sonderbonbon. Wäre was Nettes. Leute, der Ehrenhit. Hoffentlich kommt er jetzt. Thermopod. Ein Volley. Chimpap. Kupfanti. Und yes! Ich habe auf jeden Fall den Ehrenhit mit einer Relaxo V Full Art geholt. Sehr, sehr schön. Oh, okay, damit bin ich jetzt zumindest mal zufrieden. Ich habe zwar das Battle nicht gewonnen, aber 2 Holokarten, eine Full Art Karte ist dann voll okay.
Da freue ich mich drauf. Auf und wie jeden gesagt, Fall. Die Full-Art-Karten aus den neuen Sets sind echt nice. Und wenn man es jetzt wieder zusammenzählt, ne, aus 2 ETBs, 4 Hits. Ist okay. Das ist richtig gut. Ist voll gut. Das hatte man teilweise aus anderen Sets nicht so zusammenkriegen können. Und pro ETB noch 2 Holos dazu. Also, sehr nice. Ne? Nur schade, dass von den ETBs immer so relativ wenig da sind. Wir haben jetzt zwar noch einige da, ne, aber wir wollten jetzt auch nicht alle aufmachen, wie damals zu SM10. Ach, das war eine gute Zeit. Da, richtig krass, ey. ETBs aufgerissen. Da hatten wir, glaube ich, über 60 ETBs aufgemacht. 60, 70. Das war... Leute, die guten alten Zeiten, ne? Die guten alten Zeiten wollen wir jetzt wieder aufleben lassen. Also, was heißt die guten alten Zeiten? Das ist ja gar nicht so lange her eigentlich. Aber Leute, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Posi-Wertung da. Schaut bei uns im Shop vorbei. Wie gesagt, da könnt ihr die ETBs kaufen. Ihr könnt mehr oder weniger alles an UVP-Produkten bei uns kaufen. Wir haben auch noch Einzugkarten und was weiß ich alles. Ich räume schon mal Check ab. Das. Ja, räume schon mal ab auf jeden Fall. Und ja, ansonsten Instagram abchecken, Discord abchecken und ja, Dennis. Es ist alles gesagt. Wie gesagt, ihr kennt's. Ich mache mich wieder. Also viel Spaß. Geh wieder dahin in deine Ecke zum Bike sortieren, ne? Und ins Lager, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis dann. Ciao. Ding, 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 ding.